Servus und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, dem Showstops und Panini. Ja, ein Multipack von der Road to Euroworks. Dann sehen wir noch zwei Limits, die habe ich mir so gerade eben im Panini Shop bestellt. Genau. Ich finde Multipacks eigentlich sowieso scheiße, aber ich will dieses Jahr die Limits voll bekommen, weil die Limits ist noch so. Das Beste an der Serie, die Basiskarten gehen, ja. Pff. Am besten gefallen mir als von den Special-Karten her die Power-Up. Aber die Limits sehen natürlich noch mal geiler aus als die Power-Up, aber ich finde die Serie zwar nicht ganz so toll, da fragen sich viele, ja, warum sammelst du sie? Ja, dann frage ich mich, andere sammeln sie auch, finden sie nicht toll, warum soll man die nicht sammeln? Das ist eine Entscheidung, ja. Lorenzo Insigne Limited Edition. Oi, wieder guckt euch die Scheiße an hier. Dunkel mit Klebeband hinten drauf. Macht ein Format ab. Lorenzo Insigne 99. Oi, 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 oi. Okay, dann haben wir 5 Booster hier. Ordnen noch mal schnell. Ich hoffe auf eine Rare. Ganz einfach gesagt, eine Rare wäre das Beste, was ich noch brauchen kann. Ja, wir sehen auch noch viele andere Special Cards bei Panini Serien, dass die Verteilung einfach nicht so geil. Du bekommst die Karten halt ewig nicht voll. Ja. Stuart Dennis mit Roglu, McNair, Fortunis, Chalanolo. Okay, Tierney. Also mit einer Rare wäre ich mir schon sehr zufrieden. P, Long, Skinia, Drea, Armstrong, Rising Star, Precalo, wieder ein Rising Star. Aber die beiden fehlen mir jetzt sogar noch, das ist das Gute. Rising Stars zählen zu den Fanskarten, da ziehe ich eher mal die normalen Fans Favorites anstatt Rising Stars und dann gebe ich mich damit auch schon mal mehr zufrieden. Wow, Mario, und Selena, Snowboard, Kante, Banchu. Sehr wenig Landschaftsfoto, halbtransparente Karte. Ja. Also ich habe so viel geöffnet dafür, dass ich so viel geöffnet habe, sehr noch nicht annähernd voll habe. Nicht mal die Basiskarten. Über 100 Booster geöffnet, wisst ihr ja sicherlich. Meine ganzen Videos gesehen, ein Display, Minitin. Jetzt habe ich mir noch Mega Tindose mitbestellt. Starter-Pick, überall sind Booster dabei. Paquetas, Donnarumma, Chester, Olsen, Delaney und Bosnien-Herzegowina halbtransparent. Die sind eigentlich eine in 7 Päckchen, habe ich schon mal gut, schon mal nicht schlecht. Jetzt noch eine Rare. Dein bestes Multipack ever. Fehlt mir auch noch. So, Bereschunski. Vodka spielt, glaube ich, hier bei Celta Vigo in Spanien. Jahrstein, Duda, Mali und Robert Mack. Ein Kind, die Silvesterkarte nennen können. Keyplayer. Ja. Es war kein schlechtes Multipack, auf keinen Fall. Aber auch kein überragendes. Die. Eine von denen müsste pro Multipack sein, aber Blister. Die eigentlich eine pro 2 Packs und die eine pro 7 Packs. Bin ich ganz zufrieden. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann kommen noch große Tinnen. Und zwei weitere Multipacks. Das Pansy-Multipack habe ich gerade geöffnet. Die sind ja
Pokémon-Update. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.